Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Und das seit langem mal wieder. Wirklich seit langem. Ein paar Wochen schon wieder her, als das letzte Video kam. Das war ja nur ein kurzes Gameplay-Timelapse-Ding. Und heute kommt mal eine richtige Folge von den Minecraft-Skills Xbox-Server. Ich weiß nicht wirklich, wie das heißt, aber eine Map, die von Skills offen gehalten wird. Zwar bin ich jetzt auf meiner, naja, Creator-Feld, weil ich habe das hier nochmal gebaut, das ganze Haus. Und ich muss kurz mal gucken. Das ist Umgewöhnungssache jetzt mit dem Elite-Controller. Weil man kommt hinten immer gegen die Tasten und das ist ja, naja, bisschen komisch. So, jetzt seht ihr auch zum allerersten Mal mein Haus von vorne. Und den schönen großen Eingang. Ihr habt ja in den letzten Video nur, zack, nur gesehen, wie das im Keller aussieht. Und hier auf der Creative-Welt habe ich den Keller noch nicht fertig. Boah. Deswegen kann ich mal nachgucken. Der Keller ist nicht fertig. Also das hier oben ist schon mal fertig. Das Eingangsding hier ist auch schon fertig. Aber hier, das habe ich auf dem Server schon anders gebaut. Genauso wie das hier alles habe ich auf dem Server auch schon anders gebaut. Das hat man ja auch im letzten Video gesehen. Das sah dann ganz anders aus. Jetzt habe ich es so. Und ja, was ich euch heute zeigen wollte, ist die erste, zweite Etage. Eigentlich gibt es noch eine dritte, aber die habe ich jetzt zur zweiten Etage mit zugebaut. Und da ist mein kleines Hausschweinchen. Na, Randy? Und ja, das Schweinchen gibt es auch auf dem Server. Aber ich habe noch kein Name-Tag, deswegen konnte ich es noch nicht benennen. Dies habe ich einmal ganz umgebaut. Da war vorher hier eine Mauer. Und hier war mein Bett, aber das habe ich jetzt im Dachgeschoss umgebaut. Hinten, das zeige ich gleich. Hier ein paar Öfen, ein paar Kisten. Natürlich sind die auf dem Creative-Feld leer. Und das habe ich auf beiden Seiten gebaut. Genau. So, genau hier habe ich es genauso gebaut. Auf dem Server ist es bis jetzt genauso. Aber da ist noch hier die Mauer. Das muss ich noch ein bisschen umändern. So, vorher waren nämlich hier hinten die Türen. Das waren nämlich vier Räume hier hinten. Das habe ich jetzt zu zwei großen gemacht. Hier hinten ist jetzt ein Eingang. Das habe ich auf dem Server noch nicht so. Das werdet ihr in der dritten Folge sehen. Da bin ich dann wieder auf dem Server und dann kann ich euch alles zeigen, was noch nicht so gebaut ist, wie es jetzt eigentlich ist. Und ich rede gerade sehr schnell. Aber sollte man ja schon gewöhnt sein. So, hier habe ich das angebaut, so wie es auch soll. So ein kleines Feld, das man immer essen hat. Schön hier noch die Tür zu. Hier auch die Tür zu. Ja, macht die wieder auf. So, lassen wir das mal so. Und ja. Da ist die Tür zu, dann können wir hier auch mal die Tür zu machen. Oh, hallo Randy. Na, na, Randy. Du bist so süß. Dann sind wir hier in der ersten Etage. Das sah vorher auch anders aus. Jetzt habe ich das hier so umgebaut, dass man hier so durchgehen kann. Es waren vorher drei Räume, jetzt ist es nur noch ein Raum, wo man nach oben gehen kann. In der Zwischendecke. So, in der Zwischendecke eher weniger, wie nennt man das? Vom Dach her, keine Ahnung. So. Mir fällt gerade auf, dass auch bei der Aufnahme das ein bisschen heller ist. Ich weiß nicht, wie man das richtig einstellt. Könnt ihr in die Kommentare schreiben? Würde mich sehr freuen. Ich habe es jetzt auf beiden Seiten so gemacht. Ich mag das gerne, wenn es einheitlich parallel zueinander ist. Und jetzt kommt das dritte und vierte Stockwerk, was eigentlich vorher nur das dritte und vierte auf einmal ist. Es ist zusammen ein drittes und viertes. Das ist jetzt riesengroß gebaut. Mein Schlafzimmer. Ich find's krass geil. Man soll sich nicht selber loben, aber trotzdem, ich find's irgendwie geil. Und dann hat man hier oben noch so eine kleine Bücherei. Finde ich nice. Und im Keller will ich das noch selbst auf dem Server noch ein bisschen umbauen.
Weil da soll an beiden Seiten noch was hin. Und da ist jemand online. Das müsste ich auch mal ausschalten, weil das sieht man ja jetzt auch auf Aufnahmen. Das hat man bei den Game DVR nicht gesehen. Genauso wie der Ton kam bei Game DVR auch nicht. Komisch. So. Im Keller. Da wollte ich nämlich umbauen. Was ich auf dem Server nämlich nicht so habe. Was ich aber jetzt so haben möchte, ist, dass man auf beiden Seiten etwas anderes hat. Also, wenn man jetzt hier reinkommt, dass rechts ein Verzauberungstisch ist und links ein Amboss ist. Das meinte ich. Da kommt man immer hier hinten gegen den Tastern. Ist Gewöhnungssache. Ja. Ja. Dann soll hier. Ich habe das nämlich auf dem Server ein bisschen abgerundet. Genauso wie hier ist noch so eine Aussparung raus. Mit Glück komme ich heute noch auf den Server oder morgen. Was für euch gestern, vorgestern war. Weil damit ich nochmal gucken kann, wie ich das umbaue. Damit ich das hier auf der Creative Map noch mit einbauen kann. Und dass ich es auf den Server noch verwirklichen kann, wie es richtig soll. Weil auf dem Server habe ich irgendwie so eine Aussparung, zwar nicht so hässlich wie die jetzt ist, aber ein Stückchen größer, ein bisschen hübscher. Und dann habe ich hier noch so eine kleine Aussparung, wo denn auch noch der Zaubertisch rein soll. Genauso wie hier. Kann man mal so versuchen, irgendwie hier so, zack, dass es irgendwie hier so in der Mitte ist. So. So. Denn Bücherregale an beiden Sachen rum. Das sieht dann bestimmt gut aus. Wir werden sehen. Aber das sehen wir dann erst in der nächsten Folge. Was man gesehen hat, ist, ja, ich habe gerade sehr viel beziehen, dass ich das hier schon fertig hatte. Das hatte ich ja im letzten Video schon fertig. Dass man hier so hochgehen kann von hinten. Habt ihr nicht gesagt. Dass man hier oben lang muss und dann hier oben rein, habe ich einen Knopf. Das wäre gut, wenn ich ja mal bei Redstone-Sachen reingucken würde. Zack. Knopf. Zack. Ja. So, dass man von oben da reinkommt. So, von unten auch wieder rauskommt. Irgendwie ist die Empfindlichkeit ein bisschen hochgestellt. Und so soll es dann aussehen. Das soll so eine kleine Verschwörungssache werden. Nein, es soll so eine kleine Kirche sein für den Server. Ich mag ja generell ein bisschen mehr Roleplay und all sowas. Roleplay, ist das richtig ausgesprochen? Ich hoffe ja. Mag ich. Deswegen dachte ich mir, ja, bis Bauhöhe 50 kann man runter. Das sind dann so um die 14 Blöcke nach unten. Da kann man noch irgendwas Geiles runterbauen. Das habe ich dann auch gemacht. Bis jetzt sieht das hier jetzt so aus. Auf dem Server sieht das noch anders aus. Da ist es nämlich schon fertig. Und ja. Das hier muss auch noch alles tiefer. Weil ich hatte mich verzählt. Es waren nämlich nur 12 Blöcke und keine 14 Blöcke tief. Aber ja. Das wäre es denn soweit. Mir würde jetzt nichts mehr einfallen, was ich noch zeigen könnte, außer die Außenfassade, weil ihr habt das Haus von außen ja noch nicht gesehen. Schilder, auf dem Server steht da mein Name drauf und da mein YouTube-Kanal und mein Briefkasten. So, hier so eine kleine Aussparung. Ich nenne es Aussparung, Vorbau, weibliches Haus. Ihr wisst schon, was ich meine. So, schönes Dach gemacht. Das sah vorher ganz anders aus. Das war vorher überall mit Glas ausgebaut, mit einheitliches Dach und alles. Und ich habe da so dran gewerkelt, ey. Das war so eine Arbeit. Ich habe noch nie so viel Arbeit in ein Haus reingesteckt. Was gelogen ist, weil ich habe ein fetteres Haus gebaut als das hier. Das ist viermal so groß und sieht viermal so aus wie das. Wirklich. Das ist nämlich dieses Haus. Einmal in dieser Richtung. Diese Richtung, diese Richtung und diese Richtung. An allen vier Seiten. Das sieht gut aus. Ich will nicht zu doll prahlen, dass es geil aussieht, weil jeder hat seinen eigenen Geschmack. Ich find's geil, ich find's gut. Ihr müsst es nicht mögen. Aber wäre schön, wenn ihr ein Däumchen nach oben da lassen würdet. Wenn es euch wirklich gefallen, tut dieses Haus. Und wenn ihr die Idee von dem
Video machen von diesen Art von Minecraft, weil ich habe ja vorher nur Let's Plays versucht zu machen, aber jetzt kann ich es endlich richtig machen. Deswegen Minecraft kommt jetzt wirklich auch wieder, genauso wie das TNT-Projekt von Minecraft kommt jetzt auch wieder. GTA weiß ich noch nicht, wie mir die Lust dazu steht, weil es macht keinen Spaß mehr. Dafür würde ich jetzt sagen, dass Entschuldigung, dass ich geschmatzt habe. Dafür würde ich jetzt sagen, dass ich Division mehr mache und andere Spiele wie Forza 6, Forza Horizon, all sowas, jedes Spiel, was mir Spaß macht, weil ich habe viele Spiele. Wir können mal nachgucken in meinem Spielen. Keine Angst, das wird gespeichert. Das ist das Geile bei Xbox. Speichert durchgehend. Ich habe viele Spiele, auch Black Ops 3, aber das habe ich gerade einem Kumpel ausgeliehen, deswegen kann ich davon keine Videos machen. Battlefield macht mir gerade keinen Spaß und jetzt... Xbox? Ja, da ist sie wieder. Battlefield macht keinen Spaß. Diablo weiß ich. Ich habe angefangen, da ein Let's Play zu machen, aber im Moment hatte ich da keine Zeit für, keine Lust für. Und ja, ich habe auch noch Metro, Last Light, Redux und Metro 2033 Redux. Das sind die Versionen dafür. Minecraft Story Modus kommt auch wieder. Ich habe zwei letztens aufgenommen über Stream wieder. Aber jetzt habe ich ja meine Elgato und mache ich das darüber. Zweite Episode kommt dann. Erste Episode habe ich ja schon auf meinem Kanal. Ja, Division kommt, Minecraft Story Modus kommt, Minecraft kommt, Forza kommt, gegebenenfalls auch mal Destiny, irgendwie mal ein Video, wo man eine Mission macht oder so, Call of Duty vielleicht in geraumer Zeit, nicht jetzt in der nächsten Zeit, aber vielleicht nächsten Monat oder so. Ich muss gucken, wann ich das Spiel wieder bekomme. Das habe ich einen Kumpel ausgeliehen, der, ja... Ark kommt auch. Da habe ich aber noch keine bestimmten Zeiten. Vielleicht so Wochenende oder vorm Wochenende, so Freitag, Donnerstags, dass es da kommt. Jetzt, wo Descent ja kommt, ich bekomme nächste Woche meine zweite Xbox, wo ich dann auch meinen eigenen Server habe, sodass ich darüber auch spielen kann. So, alles gesagt, alles gemacht. Ich gehe wieder zurück nach Minecraft. Und beende diese Folge damit. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat und ihr dieses Projekt weiterhin sehen wollt, dann lasst ein Däumchen nach oben da. Ein Kommentar wäre auch nicht schlecht mit konstruktiver Kritik oder sonstigem, aber nicht so eine Beleidigung. Danke. Und das wär's dann mit dem Video. Haut rein und tschüss. Ein Stuhl meldet sich am Ende noch.